Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juli und ich habe die Befürchtung, dass das ein etwas längeres Video werden könnte. Deswegen würde ich sagen, dass wir direkt ohne lange Vorrede starten mit dem ersten Buch, das ich im Juli 2021 gelesen habe. Und zwar war das Talos, die Hexen von Edinburgh von Liza Grimm, eine deutsche Fantasy-Autorin, und dies ist ein Urban-Fantasy-Roman, der in Edinburgh spielt. Und wir steigen ein in die Geschichte aus der Sicht von Erin, einer jungen Frau in ihren 20ern, die in Edinburgh lebt und dort bei sogenannten Ghost and Witchery Tours arbeitet. Das sind Touren, die es tatsächlich gibt in Edinburgh und die für Touristen angeboten werden, wo diese Touristen von ihrem Tourguide auf Friedhöfe oder in abgelegene Gassen oder eben in unterirdische Vaults, also sozusagen Katakomben, geführt werden. Letzteres macht Erin in der Geschichte. Und dort werden ihnen so historische Dinge erzählt über die Stadt, aber eben auch von Menschen, die dort gestorben sind und wessen Geister dort vielleicht noch herumspuken. Und das Ganze ist so ein bisschen auf Grusel ausgelegt und es werden halt eben auch Geistergeschichten erzählt. Und Erin ist eine junge Frau, die als Mädchen schon, als ihr ganzes Leben lang, immer sehr begeistert war von Fantasy und von magischen Geschichten und die als junges Mädchen auch immer die Magie in der Welt gesucht hat und immer daran geglaubt hat, dass es Magie vielleicht wirklich gibt. Aber weil sie eben nie wirkliche Magie gefunden hat, ist sie im Laufe ihres Lebens da ernüchtert und mittlerweile glaubt sie nicht mehr an Magie. Doch dann steht sie bei einer solchen Touristenführung in den Vaults einem waschechten Gespenst gegenüber und erfährt, dass es unter Edinburgh eine Unterwelt gibt, in der Hexen und Hexer leben, und natürlich wird sie in ein rasantes Abenteuer verwickelt, in dem es unter anderem um den magischen Würfel Talos geht. Mir hat dieses Buch extrem gut gefallen. Es ist kein besonders dickes Buch, also es ist kein dicker Fantasy-Wälzer, wie man sie schon mal gerne sieht. Und ich finde es beeindruckend, wie Liza Grimm es schafft, trotzdem vier verschiedene Sichtweisen unterzubringen, ein nicht zu kleines Figurenpersonal, eine recht komplexe Fantasy-Welt mit einer bestimmten Historie, mit einem Magiesystem, wo wirklich interessante Ideen drin stecken, und nicht zu wenig Handlung, und es wirkt trotzdem nicht überfrachtet. Aber es ist halt so, dass es einfach null Längen gibt, dass es konstant irgendwie schön oder gruselig oder spannend ist, und es ist so ein Buch, wenn ich genug Zeit gehabt hätte, ich hätte das in einem Rutsch runterlesen können. Ich hatte beim Lesen einen interessanten Gedanken, nämlich dass sich das Lesen von diesem Buch angefühlt hat, als wäre das ein langjähriges Lieblingsbuch, das ich zum x-ten Mal gerade lese, obwohl ich es zum ersten Mal gelesen habe. Und ich glaube, das lag zum einen daran, dass ich mich einfach von Anfang an komplett in dem Schreibstil, in der Geschichte, in diesen Figuren total wohlgefühlt habe. Und zum anderen liegt es, glaube ich, daran, dass ich so ein bisschen ein Harry Potter-Kribbeln hatte beim Lesen. Und Harry Potter ist ja eine meiner absoluten Lieblingsbuchreihen überhaupt. Und lass mich das kurz erklären, damit das nicht falsch klingt. Es gibt einfach so ein paar schöne Parallelen. Erstmal spielt es in Edinburgh, was ja so die Harry Potter-Hauptstadt ist. Ich meine, es ist die Stadt, wo J.K. Rowling sich ganz viel hat inspirieren lassen für diese Geschichte, oder wo sie auch Harry Potter zu großen Teilen geschrieben hat. Und dann geht es halt um ein Mädchen, das eigentlich an Magie glauben will und das dann tatsächlich so eine magische Welt findet. Und das ist ja genau das, was ich mir als Fantasy-begeistertes Kind auch immer gewünscht habe. Ich habe auch immer so ein bisschen gehofft, dass man doch irgendwie Magie in der Welt findet. Und weswegen Harry Potter mich als Kind und viele von euch mit Sicherheit auch so begeistert hat, weil es da eben um einen Jungen geht, der diese magische Welt entdeckt und irgendwie Teil dieser magischen Welt ist und aus der langweiligen Muggelwelt entfliehen kann. Und diese Begeisterung dafür, diese Faszination dafür, irgendwie doch noch eine magische Welt zu entdecken, die gibt es hier in Talos auch, und ich habe mich irgendwie da ein bisschen an Harry Potter erinnert gefühlt, im positivsten Sinne. Nicht so, dass es abgekupfert wirkt, dafür ist es eine viel zu eigenständige Geschichte, aber es hatte so ein bisschen dasselbe kribbelige Gefühl. Also das
Das nur als Hinweis. Ich weiß nicht, wie viel ihr damit anfangen könnt. Aber was auch ein Punkt ist, glaube ich, weswegen es mir so gut gefallen hat, ist einfach der Handlungsort. Denn ich habe ja eine Zeit lang in Edinburgh gelebt und dort meinen Master gemacht an der University of Edinburgh. Und ich habe mich komplett in diese Stadt verliebt in dieser Zeit. Das ist ein bisschen eine zweite Heimat für mich geworden und es war eine sehr schöne Zeit dort. Und dementsprechend hat es auch sehr viel Freude gemacht, in das magische Edinburgh zu reisen, das Liza Grimm hier erschafft. Also das war so ein, ich glaube, ein persönlicher Liebling von einem Buch, das einfach super zu mir passte, das zur richtigen Zeit zu mir kam und ich hatte große Freude damit. Als nächstes habe ich gelesen Zero Waste, weniger Müll ist das neue Grün von Shia Zhu. Das ist kein Roman, wie man dem Buch mit Sicherheit auch ansieht, sondern es ist ein Buch über den Zero Waste Lifestyle mit vielen Tipps und Tricks und eigenen Erfahrungen der Autorin, die nämlich in dem Bereich eine recht bekannte Influencerin ist. Und ich kann auch alle ihre Internetpräsenzen, sei es Homepage oder YouTube-Kanal oder Instagram, sehr empfehlen und werde euch da mal was in der Infobox verlinken. Zero Waste, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele von euch das schon kennen oder nicht, deswegen hole ich ein bisschen aus. Der Gedanke hinter Zero Waste ist, dass man seinen Müll reduziert. Und das Wörtchen Zero impliziert ja schon, dass man es am besten auf Null runterbringt, was aber natürlich auch schon sehr anspruchsvoll ist. Also jede Reduktion hilft ja schon. Und dabei geht es vor allem um Plastikmüll, so habe ich es kennengelernt. Also bei Plastikmüll versucht man bei Zero Waste normalerweise wirklich möglichst auf ein Minimum, wenn es geht, irgendwie auf Null runterzukommen. Dabei geht es halt vor allem um Lebensmitteleinkäufe oder zum Beispiel Drogerieeinkäufe, so die ganzen Plastikverpackungen, die da immer anfallen. Und natürlich möchte man jetzt aber anderen Müll auch nicht exzessiv irgendwie produzieren. Also man sagt normalerweise, so kenne ich das von Leuten, die das machen, dass Glas, Papier und Biomüll nicht so schlimm ist, weil man das besser recyceln kann und viele negative Begleiterscheinungen nicht vorkommen, die es eben bei Plastik gibt, wie dass sich diese ganzen Mikroplastikpartikel überall in der Umwelt verteilen. Aber natürlich versucht man auch das zu reduzieren und nicht exzessiv irgendwie zu produzieren. Und mir ist der Gedanke von diesem Zero Waste absolut nicht neu. Ich habe tatsächlich im Winter 2014, 2015 schon mal so ein Selbstexperiment gemacht und 2 Wochen lang plastikfrei gelebt. Habe das damals als ziemlich schwierig empfunden und bin deswegen leider auch nicht dabei geblieben. Bevor das jetzt abschreckend klingt, möchte ich aber sagen, dass die Bewegung seitdem auch gewachsen ist und eine Entwicklung durchgemacht hat. Glücklicherweise, man findet heutzutage noch viel mehr Ressourcen, Infos dazu im Internet und mittlerweile gibt es ja auch in vielen Städten Unverpacktläden. Das heißt, heutzutage wird einem das glücklicherweise schon sehr viel einfacher gemacht. Ich habe dann auch 2017 nochmal an einem Zero Waste Workshop teilgenommen, der auch wirklich interessant war, der aber auch leider wieder ein bisschen abschreckend für mich war, weil die Dame, die das mit uns gemacht hat, die hat das sehr nett gemacht, aber sie hat da mit uns so Sachen gemacht, wie zum Beispiel Handcreme selbst anzumischen aus Dingen, die man eben plastikfrei kaufen kann, Zahnpasta und Deo selbst zu machen. Und da entstand bei mir so der Eindruck, dass ich jetzt alles so selbst anmischen muss und nichts mehr fertig kaufen kann. Und für manche Leute klingt das, glaube ich, toll, wenn die so DIY-Fans sind. Auf mich trifft das leider nicht zu. Ich habe an sowas leider gar keinen Spaß. Und auch da kann ich heute sagen, mit den Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen gesammelt habe, auch das ist nicht mehr so. Man kann, wenn man das Glück hat, in einen Unverpacktladen zu haben im Heimatort, kann man Deo, Zahnpasta und ganz viele andere Kosmetiksachen auch plastikfrei kaufen. Und in Läden wie DM kann man auch echt viel plastikfrei kriegen. Also da wird es einem schon sehr viel einfacher gemacht, als ich damals dachte. Ja, und seit Jahren habe ich im Hinterkopf, dass ich denke, irgendwann muss ich auf Zero Waste umsteigen, irgendwann mache ich das. Und immer denke ich mir so, ja, aber jetzt schaffe ich das noch nicht, bei einem Vollzeitjob, während des Studiums und so weiter. Es ist so viel anderes. Und Mitte Juni hat es mich irgendwie gepackt und ich habe mir gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, man darf es einfach nicht ewig aufschieben. Ich informiere mich und ich versuche es. Und ich habe mich eben hingesetzt und ganz viel recherchiert und unter anderem eben auch dieses Buch aus der Bibliothek ausgeliehen.
Und ja, bin seitdem in den letzten circa 6 Wochen Stammkundin geworden in dem Unverpacktladen, den es glücklicherweise bei mir gibt, und einem kleinen Bio-Lädchen bei mir um die Ecke, und habe beim Einkaufen im Discounter viel bewusster zu Sachen gegriffen, die ich plastikfrei kriege, und habe festgestellt, dass, wenn ich will, ich meinen Plastikkonsum echt auf ein absolutes Minimum runter reduzieren kann. Und um zu dem Buch zu kommen, das ist wirklich sehr empfehlenswert für alle, die sich da ein bisschen mehr informieren möchten, für Leute, die sich vielleicht wirklich ihren Lebensstil umstellen möchten. Man darf sich nicht davon abschrecken lassen, alles direkt von 0 auf 100 zu gehen, glaube ich. Das ist vielleicht zu viel gewollt. Man kann in kleinen Schritten anfangen. Man kann anfangen, zum Beispiel die Milch in Glaspfandflaschen zu kaufen statt in Tetrapacks, und mit solchen kleinen Schritten was machen. Und für alle, die sich wirklich informieren und was tun wollen, ist das Buch sehr empfehlenswert. Ich habe da viele hilfreiche Rezepte und Tipps und andere Dinge mit rausgenommen. Auch Hintergrundinfos nochmal zum Plastikproblem. Ja, es gibt auch viele weitere Bücher, die ich jetzt noch nicht kenne, aber das kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen, und ich werde auch, wie gesagt, noch ein paar Sachen verlinken in der Infobox. Zu dem nächsten Buch habe ich gegriffen, weil das in einem meiner Lieblingspodcasts wärmstens empfohlen wurde, nämlich bei Kapitel 1. Das ist ein Podcast, den habe ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt. Und die beiden Podcast-Macher haben von Andy Weir Der Astronaut gelesen vor kurzem und waren beide sehr begeistert. Also ich glaube, es ist schon lange her, dass beide einstimmig so begeistert waren von einem Buch. Und sie haben mich so neugierig drauf gemacht, dass ich es tatsächlich direkt lesen musste. Das ist aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Langowski. Und eins möchte ich direkt vorweg sagen, für alle, die jetzt vielleicht schon wegklicken oder so. Wenn ihr dieses Buch lesen wollt, bitte vermeidet Spoiler wie die Pest. Ich werde in der Inhaltsangabe, die ich gleich mache, weniger verraten als der Klappentext. Also vielleicht möchtet ihr euch sogar überlegen, ob ihr noch nicht mal den Klappentext lesen wollt vorm Lesen dieses Buchs, und wirklich bei Rezensionen auch besser gar keine Rezensionen lesen. Denn es gibt super viele Wendungen in dieser Geschichte, und es passieren Dinge, die ich überhaupt nicht absehen konnte am Anfang. Und der größte Lesespaß dabei ist, das eben selbst zu entdecken. Also, das nur als kleiner Hinweis vorweg. Was ich zum Inhalt sagen werde, ist, dass wir hier einsteigen in die Geschichte mit einem Mann, der aus einem Koma aufwacht und sich in einem fensterlosen Raum befindet und auf zwei Nachbarbetten zwei Leichen sieht von ihm unbekannten Menschen. Und er weiß weder, wer er ist, noch wo er ist. Er findet dann aber heraus, dass er sich auf einem Raumschiff befindet, das unterwegs ist im All. Und nach kehren die Erinnerungen zurück, warum er dort ist und wer er ist und was er dort eigentlich soll. Mehr werde ich inhaltlich nicht sagen. Das war aber tatsächlich ein sehr guter Tipp. Es war ein großer Lesespaß für mich. Es ist, wie gesagt, ganz unvorhersehbar, was alles passiert. Es ist super spannend, gleichzeitig witzig. Also unser Protagonist erzählt aus der Ich-Perspektive, und er hat so eine ganz saloppe, lockere Art zu erzählen. Andy Weir ist ja auch der Autor von Dem Marsianer, und davon kenne ich tatsächlich nur die Verfilmung, habe mir aber sagen lassen, dass die sehr nah am Buch dran ist. Und die Protagonisten aus den beiden Werken sind sich relativ ähnlich. Also falls ihr vielleicht auch das Buch oder den Film Der Marsianer kennt, das ist ja auch so ein Typ, der erstmal wissenschaftlich sehr versiert ist nämlich hier der Protagonist auch, aber der zweitens immer noch so eine Art hat, obwohl er gerade um sein Leben kämpft, immer noch lustige Witze zu reißen. Und das macht er hier auch ein bisschen. Und mir hat das tatsächlich gut gefallen, weil man so unter Strom steht in großen Teilen des Buchs und diese witzige Art von ihm das ein bisschen auflockert und ein bisschen schon mal die Spannung rausnimmt. Und ich musste tatsächlich sehr häufig schmunzeln. Es ist auch, würde ich sagen, durchaus hart Sci-Fi. Also es gibt recht viele naturwissenschaftliche technische Details. Das nur als Hinweis. Manche von euch werden das ansprechend finden, andere werden das abschreckend finden. Das könnt ihr selbst entscheiden. Mir hat das tatsächlich ganz gut gefallen. Und was wollte ich noch sagen? War das alles? Ach nein, ich wollte noch sagen, es ist irgendwo dystopisch, aber es ist trotzdem eine sehr optimistische, positive Geschichte. Warum, möchte ich nicht sagen, aufgrund von Spoilern. Diejenigen, die es schon gelesen haben, können vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein schönes Buch. Es hat mir Lust gemacht, mehr Science Fiction zu lesen. Kommen wir zu einem Buch, das mir sehr viel mehr Arbeit abverlangt hat als diejenigen, die ich bisher vorgestellt habe in diesem Video. Zu einem Buch, das ich wirklich Satz für Satz lesen, kauen und verdauen musste. Die Rede ist von diesem Band von Erzählungen von Jorge Luis Borges, was hoffentlich einigermaßen richtig ausgesprochen ist, ein argentinischer Autor, mittlerweile verstorben. Und der Fischer Verlag hat, glaube ich, so das Gesamtwerk seiner Erzählungen rausgebracht in mehreren Bänden, wovon das hier eben einer ist. Und zwar sind hier die Erzählungen aus den Jahren 1939 bis 1944 versammelt. Und Borges ist ein Autor, auf den ich schon lange neugierig bin, weil er als ein ganz wichtiger Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gilt und vor allem als Mitbegründer des magischen Realismus, was ja so eine literarische Strömung ist, die ich super gerne lese und sehr, sehr spannend finde. Deswegen so einen ihrer Begründer zu lesen, fand ich halt super spannend. Und außerdem gilt er als ja, als Wegbereiter oder vielleicht sogar als Vorbild für Gabriel García Márquez, der einer meiner größten Lieblingsautoren aller Zeiten ist. Also war ich schon sehr lange sehr neugierig auf dieses Werk. Die Erzählungen in diesem Band sind, so wie man das vom magischen Realismus erwartet, ziemlich skurril und fantastisch. Beispielsweise geht es in einer Geschichte um einen Mann, der es sich zur Aufgabe macht, einen Menschen zu erträumen. Und er träumt in vielen aufeinanderfolgenden Nächten ganz detailreich von diesem Menschen. Und zwar so intensiv, dass er dann wirklich Wirklichkeit annimmt. Es geht in einer anderen Geschichte um ein Lexikon eines imaginären Planeten, an dem Wissenschaftler aus allen möglichen Teilgebieten arbeiten, um dieses Lexikon und diesen imaginären Planeten so wirklichkeitsgetreu und überzeugend wie möglich zu gestalten. Meine Lieblingsgeschichte aus dem Band heißt Die Bibliothek von Babel und sie handelt von einer unendlich großen Bibliothek, die aus sechseckigen Räumen besteht, auf vielen, vielen, unendlich vielen Etagen. Und alle diese Räume sind gefüllt mit Büchern und diese Bücher sind bedruckt mit völlig willkürlich zufälligen Folgen der Buchstaben des Alphabets sowie Leerzeichen, Punkt und Komma. Das heißt, ein Großteil dieser Bücher ist komplettes Kauderwelsch, zum Beispiel Wiederholungen der drei Buchstaben M, C und D oder sowas. Oder eben völlig willkürlich unverständliche Sachen. Aber weil die Bibliothek eben unendlich groß ist, enthält sie auch völlig sinnhafte Romane, weil eben alle Kombinationsmöglichkeiten sich irgendwo finden lassen. Das war so eine meiner Lieblingsgeschichten. Im Nachwort zu diesem Band, das ich gelesen habe, bevor ich die Geschichten gelesen habe, heißt es unter anderem, dass Borges bis ins letzte Wort und in die letzte Nuance auskalkulierte, straffe Prosa schreibt, in der nichts zufällig ist. Und dass er eben da ganz viele Metaphern und Symbole unterbringt und nichts dem Zufall überlässt und man da ganz viel raus, also Verweise auf andere Werke der Weltliteratur und was weiß ich nicht noch, was rauslesen kann, analytisch das Ganze entpacken kann. Und da habe ich mir schon so gedacht, ja, da wird ganz viel an mir vorbeigehen. Da werde ich einen Bruchteil von verstehen, auf was er alles anspielt, weil ich da, muss ich gestehen, gar nicht so besonders gut drin bin, sowas rauszulesen und zu analysieren. Da fehlt mir so ein bisschen manchmal die Ruhe beim Lesen. Ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir auch dann das Literaturstudium dafür oder so. Aber es heißt im Nachwort auch glücklicherweise, auf der obersten Erzählebene lassen sich alle Erzählungen, wie Borges es wollte, hedonistisch genießen, auch ohne alle Anspielungen auf die Weltliteratur oder irgendeinen obskuren Gnostiker zu verstehen. Genau, weiß nicht genau, worauf sich das bezieht mit dem Gnostiker, aber da habe ich mir so gedacht, okay, puh, Glück gehabt. Selbst wenn ich da jetzt nicht alle Anspielungen und Symbole verstehe, kann ich die Geschichten immer noch hedonistisch genießen. Ich muss im Nachhinein leider sagen, dass das hedonistische Genießen in den meisten Geschichten ein bisschen zu kurz kam. Also ich bin sehr beeindruckt von diesen Geschichten. Ich bin sehr froh, es gelesen zu haben. Und sie enthalten ganz verrückte Gedankenspiele und Ideen, wo man richtig Hirnakrobatik betreiben muss, um dahinter zu kommen. Philosophische Gedanken und in der Hinsicht sehr faszinierend. Aber
Dabei, ich weiß nicht, ob das jetzt total ketzerisch klingt, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Dabei ist Borges nicht der beste Geschichtenerzähler, sage ich mal, in dem Sinne, dass jetzt irgendwie die Handlung einen packt oder die Figuren besonders viel Charakter besitzen oder ähnliches. Und das brauche ich halt schon auch, damit eine Kurzgeschichte mich richtig begeistern kann. Das heißt, ich bin sehr froh, es gelesen zu haben. Wie gesagt, es ist große Weltliteratur und ich kann durchaus anerkennen, wo das Besondere in seinem Schreiben liegt. Es heißt ja auch so schön in seiner Biografie hier, das wollte ich eigentlich auch noch vorlesen, mit Joyce und Proust teilt er die Auszeichnung, den Nobelpreis nicht bekommen zu haben. Das fand ich so ganz nett. Und dass ohne sein wegweisendes, bahnbrechendes Werk die moderne hispanische Literatur undenkbar wäre. Also, das mal so zu selbst zu erfahren, sich ein Bild zu machen, war super spannend. Er wird aber kein neuer Lieblingsautor, so wie ich das vielleicht so ein bisschen gehofft habe, als Begründer des magischen Realismus, leider nicht. Und da bleibe ich dann vielleicht doch eher bei Marquez. Habt ihr schon mal was von ihm gelesen? Das würde mich sehr interessieren. Als nächstes habe ich Mein Algorithmus und ich von Daniel Kehlmann gelesen, mit einem Cover, das eventuell Schwierigkeiten machen könnte für die Kamera. Falls das flimmert, tut es mir leid. Das hier ist eine Rede, die Daniel Kehlmann gehalten hat, in abgedruckter Form. Und er berichtet in dieser Rede von einem Experiment, an dem er teilgenommen hat, zu dem er eingeladen wurde. Und zwar durfte er gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz für natürliche Sprache einen Text schreiben, durfte literarische Geschichten schreiben in Zusammenarbeit mit dieser KI, die entwickelt worden ist von einem Unternehmen im Silicon Valley. Und von dieser Erfahrung erzählt er hier. Die Frage des Experiments war dabei, ob dabei ein publikationsfähiger Text entstehen kann. Ob da irgendwie was rauskommt, was man mit gutem Gewissen als Literatur bezeichnen kann. Und was ich, glaube ich, vorwegnehmen kann, was Daniel Kehlmann auf Seite 31 schreibt oder sagt, ist, um es gleich vorwegzunehmen, das Ziel des Experiments wurde nicht erreicht. Ich habe keine Geschichte vorzuweisen, die ich mit dem Algorithmus verfasst hätte und die gut genug wäre, dass ich sie als künstlerisches Werk nicht bloß als Produkt eines Experiments veröffentlichen könnte. Trotzdem war das ganz faszinierend zu lesen. Und zwar schreibt Daniel Kehlmann abwechselnd mit diesem Algorithmus. Also Daniel Kehlmann schreibt 1, 2, 3 Sätze und kann dann eine bestimmte Taste drücken und der Algorithmus schreibt die nächsten Sätze und so wechseln sie sich ab. Und Fragmente aus diesen Texten, die sie gemeinsam schreiben, sind eben hier auch abgedruckt in unterschiedlichen Schriftarten. Und das zu lesen, das war ein bisschen spooky, aber auch super spannend. Daniel Kehlmann schreibt auch so ein bisschen, wie dieser Algorithmus funktioniert, dass der nämlich gar keine Ahnung hat von Grammatik oder der Bedeutung der Sätze, die er verfasst, sondern allein auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen beruht. Also dieser Algorithmus ist mit Unmengen an Text gefüttert worden, den Menschen geschrieben haben. Texte, die irgendwo aus dem Internet stammten, größtenteils. Und er berechnet einfach nur, was die größte Wahrscheinlichkeit ist, eines Worts auf ein anderes Wort zu folgen. Also wenn er einen Satz mit Ich beginnt, dann kann er sich irgendwie die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, dass dahinter jetzt das Wort Auto oder das Wort Bin kommt oder irgendein anderes. Und so baut er seine Sätze zusammen. Jetzt so ganz grob erklärt. Ich meine, es ist in dem Buch auch nur ganz grob erklärt. Und es ist also faszinierend, wie das funktioniert, dass er wirklich sinnhafte Sätze ausspuckt und zum Teil die Sätze und Ideen von Kehlmann in ganz unvorhergesehene Richtungen weiterspinnt. Und Daniel Kehlmann schreibt selbst, dass er sich bei der Arbeit mit dem Algorithmus immer wieder daran erinnern musste, dass sein Gegenüber kein Bewusstsein besitzt, weil es manchmal echt so wirkt, weil es so wirkt, als hätte der jetzt eine Absicht oder Ideen, die Geschichte in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das, ja, er musste sich immer wieder vor Augen führen, dass es nur ein Algorithmus ist.
Also ich fand dieses Buch faszinierend. Ich bin aber auch zu 100% die Zielgruppe, glaube ich, weil ich zum einen Daniel Kehlmann und sein Werk sehr schätze und immer ein Auge drauf habe, was er so Neues rausbringt. Zum anderen finde ich künstliche Intelligenz echt interessant und ich finde auch so die philosophischen Fragestellungen echt interessant, die man erkunden kann im Zusammenhang mit KI. Wie zum Beispiel, könnte eine künstliche Intelligenz jemals ein Bewusstsein haben und wie sähe das aus? Oder kann künstliche Intelligenz kreativ sein? Also wenn KI mal so weit ist, wirklich literarisch zu schreiben oder Musik zu komponieren oder Bilder zu malen, darf man das dann Kreativität nennen? Oder ist Kreativität etwas, das dem Menschen vorbehalten ist? Weil selbst wenn eine KI ein Stück Musik komponiert, das immer auf so einen berechnenden Algorithmus zurückgeführt werden kann und nicht auf so dieses, das, was man eben Kreativität nennt im Menschen. Also wisst ihr, was ich meine? Solche Fragestellungen finde ich super spannend und natürlich als Schreibende interessiere ich mich auch sehr dafür, wie Geschichten entstehen und so weiter. Von daher hat mir das große Freude gemacht, aber ich glaube, es ist ein Buch, das man nur empfehlen sollte, wenn ihr ähnliche Interessen habt, wenn ihr sagt, okay, das klingt interessant, dann könnte das was für euch sein, sonst ist es vielleicht, ne, ist es vielleicht die 12 Euro nicht wert, dieses kleine Heftchen, ja. Ich würde zu gerne auch mal mit dieser künstlichen Intelligenz eine Geschichte schreiben, aber mich fragt ja keiner. Den Kehlmann, den haben sie ja gefragt. Mich fragt ja keiner. So, dann war es so, dass ich im Urlaub war, so Kurzurlaub innerhalb Deutschlands, aber mir ging vor Ort der Lesestoff aus und dann musste neuer Stoff besorgt werden. Und ich stand in dieser fremden Buchhandlung vor dem Science-Fiction-Regal, weil ich ja an dem Astronaut so viel Freude gehabt hatte und gedacht habe, dann besorge ich mir als nächstes noch einen Science-Fiction-Roman. Und irgendwie war ich unschlüssig. Bei der Hälfte der Bücher habe ich gedacht, na, ich bin mir irgendwie zu unsicher, ob das was für mich ist. Und bei der anderen Hälfte der Bücher habe ich mir gedacht, zu Hause würde ich das auch bei der Bibliothek kriegen. Also war ich irgendwie nicht so richtig entscheidungsfähig und dann hat es mich zu der Sachbuchabteilung verschlagen, genauer gesagt zu so der naturwissenschaftlichen Sachbuchabteilung, weil ich mir gedacht habe, wenn es mit der Science-Fiction nichts wird, mache ich vielleicht Science ohne Fiction. Und da ist mein Blick hängen geblieben an diesem Schätzchen hier. Die 42 größten Rätsel der Physik von Ilya Bonet. Die ganze Geschichte ist aber, dass ich letztendlich zwei Bücher in der Hand hatte, nämlich auch noch Komisch alles chemisch von Dr. Maiteen Nguyen Kim und dass ich mich nicht so recht entscheiden konnte und dann tatsächlich beide mitgenommen habe, sehr untypischerweise, wie ihr seht, aber ich habe auch beide noch im Juli gelesen und es waren also zwei populärwissenschaftliche Sachbücher über Naturwissenschaften, zum einen Physik, zum einen Chemie. Also, sollte man meinen, sehr ähnlich, aber trotzdem zwei völlig unterschiedliche Bücher. Und es war tatsächlich sehr interessant, die so direkt hintereinander zu lesen und so den direkten Vergleich zu haben. Aber bleiben wir chronologisch erstmal bei dem Buch, was ich zuerst gelesen habe. Das war nämlich das hier über die Physik. Und hier geht es eben um den aktuellen Stand der Wissenschaft im Bereich Physik. Aber vor allem geht es halt nicht darum, was wir wissen, sondern um das, was wir noch nicht wissen. Was man ja, finde ich, auch manchmal im Alltag vergisst, dass es echt immer noch Rätsel gibt, die die Wissenschaft noch nicht erklärt hat, selbst im 21. Jahrhundert. Und um die geht es eben, um die 42 größten Rätsel der Physik in 12 Kapiteln, 12 Überkapiteln. Wobei ich auch sehr charmant fand, dass 42 Rätsel sind. Das hat zur Kaufentscheidung durchaus mit beigetragen. Ich bin vom Cover so ein bisschen reingelegt worden, dass ich gedacht habe, es geht ganz viel so um das Universum. Aber tatsächlich geht es nur in den letzten beiden Überkapiteln. Das heißt, ab Frage 31 geht es um Astrophysik und Kosmologie. Und sonst geht es aber auch um alle anderen Teilgebiete der Physik. Also es geht auch um klassische Mechanik, es geht um Thermodynamik, Elektrodynamik, um die Relativitätstheorie, um Atomphysik, Quantentheorie etc. pp. Und der Autor ist selbst auch Physiker. Er hat aber auch mit ca. 2x42 anderen Physikern und Physikerinnen gesprochen und sie interviewt zu ihrem jeweiligen Forschungsgebiet, um eben mit ihnen über diese 42 größten Rätsel zu sprechen. Vielleicht als Beispiel, damit ihr euch vorstellen könnt, was für Rätsel das sind. Wie lässt sich unsere turbulente Welt verstehen, heißt zum Beispiel eine Frage, da geht es um Turbulenzen, die so komplex sind, dass sie immer noch nicht komplett entschlüsselt worden sind. Turbulenzen in Flüssigkeit oder Gasen oder so. Frage 10 heißt, gibt es Teilchen aus dem Nichts?
Gibt es nämlich tatsächlich. Es gibt irgendwie so virtuelle Teilchen, die im Vakuum einfach aus dem Nichts entstehen und wieder ins Nichts zurückgehen. So. Abgefahrenes Zeug. Wie lassen sich Quantenphänomene in Vielteilchensystemen erklären? Witzigerweise hatte ich Vielteilchensysteme auch im Zusammenhang mit dem Roman Die drei Sonnen in meinem letzten Video erwähnt. Also das so als ein paar Beispiele. Und leider, leider muss ich sagen, dass ich mit diesem Buch nicht glücklich geworden bin. Aus dem folgenden Grund, dass er eben auf relativ wenigen Seiten durch sämtliche Teilgebiete der Physik galoppiert und deswegen notgedrungen alles nur sehr oberflächlich behandeln kann, alle Themen nur so ankratzen kann und so kurz und knapp behandelt, dass ich als Laie sehr oft zurückgelassen worden bin und nicht richtig mitgekommen bin und nicht so richtig ein Verständnis für die Materie entwickeln konnte, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich muss gestehen, als ich das im Regal gesehen habe, habe ich mich ein bisschen an ein anderes Buch erinnert gefühlt, von dem ich leider weder mich erinnern kann, wie der Titel lautete, noch von wem es stammt. Das habe ich vor Jahren mal gelesen und damals nur ausgeliehen gehabt, aber da ging es um die Relativität. Und das ist ja auch ein ganz komplexes Thema, wo man auch vielleicht behaupten könnte, das kann man einem Laien gar nicht begreiflich machen. Aber in dem Buch war das so gut erklärt und so ausführlich, mit ein paar Bildern und Diagrammen, die mir übrigens hier auch völlig gefehlt haben, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe das grundlegend ein bisschen verstanden, wieso die Zeitdilatation zustande kommt beispielsweise. Und das bis heute behalten habe, weil ich es halt wirklich ein bisschen verstanden habe. Und in diesem Buch war ganz viel, wo ich denke, da fehlt mir jetzt pro Kapitel also mindestens eine Seite mehr, damit ich da ein bisschen durchsteige und das besser verstehe. In manchen Kapiteln mehr als in anderen, aber grundsätzlich war das einfach zu knapp abgehandelt. Also im Nachhinein wäre für mich besser gewesen, ein Buch zu haben, in dem es nur um ein einziges Thema geht, wo es dann vielleicht nur um das Messproblem in der Quantenmechanik geht oder nur um die Stringtheorie oder so und dass das dann wirklich ausführlich behandelt wird, sodass ich das Gefühl habe, ich steige da ein bisschen hinter. Und hier habe ich ganz viel so oberflächlich erfahren. Ich habe schon was gelernt, es war schon irgendwie horizonterweiternd, aber ich habe das Gefühl, da werde ich ganz viel. Das ist so kurzzeitgedächtnismäßig, weil so ein bisschen das Verständnis fehlt und da werde ich ganz viel auch ganz schnell wieder vergessen. Das ist ein bisschen schade. Und da ist halt tatsächlich dieses andere Buch hier von Dr. Mai T. ganz anders. Hier geht es um Chemie und ihr kennt sie vielleicht auch von ihren YouTube-Kanälen und sie bereitet das Thema Chemie halt wirklich so auf, dass es für den Laien verständlich ist. Also sie holt einen wirklich ganz vorne ab. Sie geht nicht davon aus, dass man irgendein Vorwissen haben muss, sondern sie geht davon aus, wie es ja leider auch ist, fürchte ich, dass der Großteil der Menschen eigentlich keine Ahnung hat von Chemie. Das ist erstmal der eine Unterschied und dann erzählt sie das Ganze viel unterhaltsamer und witziger und persönlicher. Sie zieht das Buch so auf, dass sie uns so durch einen Tag mitnimmt. Von ich wache morgens auf und trinke eine Ka Tasse Kaffee, so bis ich koche abends für meine Freunde. Und dann sagt sie zum Beispiel am Beispiel der Kaffeetasse, warum ist der Kaffee heiß? Das ist, weil die Teilchen sich so schnell bewegen und im Prinzip ist Temperatur nichts anderes als die Bewegung der Teilchen und die Tasse wird warm, weil die Teilchen des Kaffees gegen die Teilchen der Tasse stoßen. Und so auf dem Niveau erklärt sie das dann eben richtig gut. So dass ich hier halt wirklich das Gefühl hatte, ich lerne was oder ich kann altes Wissen, das ich wieder irgendwie vergessen hatte, aus dem Studium beispielsweise wieder auffrischen. Und dieses Buch enthält tatsächlich auch die Bildchen und Diagramme, die ich so ein bisschen in dem anderen Buch über die Physik vermisst habe. Und es gibt einen zweiten Aspekt dieses Buchs, auf den ich auch zu sprechen kommen wollte, denn es geht nicht nur um die Chemie an sich, sondern es geht auch so ein bisschen um Wissenschaft. Warum Wissenschaft so wichtig und so faszinierend ist, vor allem in dem Fall Naturwissenschaft, wie korrektes wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, wie man wissenschaftliche Ergebnisse interpretiert und auf eine Art und Weise kommuniziert, dass Laien sie auch verstehen und warum das so wichtig ist. Denn die Autorin hat ja auch so ein bisschen so die Mission, Wissenschaft für die breite Masse verständlich zu erklären. Sie ist ja auch Wissenschaftsjournalistin und in den Menschen so ein bisschen Faszination und Begeisterung für Naturwissenschaften zu wecken.
Und diese Leidenschaft für ihr Fachgebiet, für Chemie, für die Wissenschaft und dafür, das anderen Menschen nahe zu bringen, das schwingt wirklich in dem Buch dermaßen mit, dass es einen einfach nur mitreißen muss. Und bei mir fällt das auf fruchtbaren Boden, weil ich mich schon als sehr interessiert bezeichnen würde, was Naturwissenschaften angeht. Mein Bachelor war ja auch größtenteils naturwissenschaftlich. Die Ökologie, die ich im Bachelor studiert habe, dementsprechend, ja, ist das auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe viel gelernt und das ist wirklich ein Buch, das ich absolut empfehlen kann. Das war es auch schon mit den Büchern aus dem Juli. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher davon ihr schon kennt oder was ihr im Juli gelesen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut!